Markt in den USA war, der hat es, glaube ich, schon mal erlebt, dass man da vor den Regalen steht und allein schon bei der Auswahl der Milchsorte überhaupt nicht vorankommt. Oder der Biere mit den ganzen Mikrobrauereien und so. Das heißt, dass uns diese Auswahlmöglichkeit auch irgendwann krank machen kann. Richtig krank, Herr Welzer? Ja, ich glaube, man braucht gar nicht so weit gehen. Ich glaube, das geht schon so. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben ein Leben, wo Sie nie zu Potte kommen. Das ist ja schon ein riesiges Problem, ja, und wo im Grunde genommen jede Auswahlentscheidung sie vor eine neue Hürde stellt. Ja? Ob das jetzt ein Krankheitsbild direkt dazu gibt, das weiß ich nicht. Aber wir haben es ja eben auch schon gehört, es belastet einen ja selbst. Nichts ist einfach. Das ist total interessant. Nicht mal der Einkauf in einem Supermarkt ist einfach. Ja? Und ich glaube, wenn wir über Komplexität sprechen, dann spricht man irgendwie immer über globale Phänomene und alles hängt mit allem zusammen, ist so wahnsinnig. Nein, diese Menge an Dingen, die uns selber Entscheidungen aufnötigen, das macht das Leben kompliziert. Ja? Und es gibt ja jetzt auch Versuche, Läden zu haben, wo es viel weniger gibt oder wo man selber die Menge bestimmen kann, die man kauft und sowas. Das gehört ja alles dazu, dass man praktisch wieder so eine Art mentale Diät sich drauf schaffen kann, um einfacher durch die Dinge zu kommen. Manchmal habe ich sogar schon erlebt, dass wenn ich in einer Phase bin, wo ich viel arbeite und dann plötzlich mal so eine kleine Freizeitinsel dazwischen habe, dass es mir schwerfällt, mich zu entscheiden, was mache ich denn dann, weil ich so viele Möglichkeiten habe, die mir Spaß machen. Und das hinterlässt mich dann auch immer total frustriert. Ja. Aber genug von mir. Also, um mal kurz meine Eltern zu zitieren, früher, die sagten mitunter, dir geht's einfach zu gut. Ja, also, wenn ich bei irgendetwas frustriert war. Das ist natürlich jetzt die Frage, für jemanden, der im Mangel lebt, ist natürlich Verzicht nicht attraktiv, oder? Also, ich meine, der hat dann schon, also, letztlich ist doch dann die Frage, ist man nicht immer unglücklich? Der Verzicht üben muss, ist nicht glücklich, aber der zu viel hat, ist auch nicht glücklich. Naja, ich glaube, Lebenskunst ist, aus den Dingen, die man hat und den Möglichkeiten, über die man verfügen kann, genau das zu machen, wo man das Gefühl selber spürt, das ist jetzt gut für mich. Das sagt sich ja so leicht dahin. Und wir wissen ja, es gibt Regalmeter, Ratgeber in den Buchläden, die genau sowas machen. Und so richtig praktische Dinge, so ein Sortiervorgang, wie Herr Küstenmacher das vorhin dargelegt hat, das ist ja relativ selten. Ja, das macht es ja auch dann klar, dass das Einfachmachen selber eine einfache Angelegenheit ist und selber keine komplizierte. Aber natürlich können Leute, die wenig haben, denen kann man jetzt nicht damit kommen und sagen, verzichtet doch mal bitte. Aber ich finde, es ist eine sehr interessante Sache, dass gerade in einer Überflussgesellschaft diejenigen, die den Überfluss haben, eigentlich in einem psychologischen Sinne oder in einem Glückssinne gar nichts davon haben, sondern eher unter immer größeren Stress geraten und sich fragen, warum eigentlich? Und dann sind die entscheidenden Faktoren tatsächlich Verfügung über Zeit und Verfügung über eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Und wir leben in so einer Zeit, wo einem beides immer weiter abgenommen wird. Also könnte man im Grunde genommen sagen, unterm Strich, Verzicht muss man sich leisten können. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite, man muss es auch erkennen und dann eine Entscheidung dafür treffen. Ich würde erst mal sagen, Verzicht ist ja kein Verzicht. Also ich finde diesen Begriff, der wird einem ja immer um die Ohren gehauen. Ach, Sie wollen ja wohl verzichten oder Sie predigen Verzicht. Nee, so wie wir das jetzt bislang diskutiert haben, ist ja das, was man weglässt, immer in einer Überflussgesellschaft. Wir reden jetzt nicht über Bangladesch oder sowas, ja, aber über unsere superreichen Gesellschaften. Das, was man weglässt, ist eine Entlastung. Das ist ja kein Verzicht. Ja, man verzichtet ja, wie Sie es beschrieben haben, auf die Möglichkeit, sich innerhalb von 3 Sekunden für eine Zahnpasta entscheiden zu können, weil es 80 gibt davon. Ja? Und ich finde, man muss die Perspektive einfach umdrehen. Ja? Und diese Form von Gesellschaft, von Hyperkonsumgesellschaft, lädt einem so viel auf, dass wenn man die Möglichkeit hat, sich dem zu verweigern, verzichtet man ja nicht, sondern man gewinnt Orientierung und Zeit und Verfügung über sich selbst. Wir lernen jetzt eine Frau kennen, die sehr radikal auf alles Mögliche verzichtet und bei der wir da sehr genau sehen können, dass sie tatsächlich sehr viel gewinnt in ihrem Leben. Sie hat sich zurückgezogen in eine Welt, die sehr schlicht und einfach erscheint. Seit ihrer Kindheit spürt Anne Donath eine Sehnsucht, sich aus der Gesellschaft, die im Überfluss lebt, zurückzuziehen.
Heute wohnt sie in einem kleinen Blockhaus auf 16 Quadratmetern. Ohne Strom und fließendes Wasser, ohne Zentralheizung und Telefon. Sie hat ihre Lebensumstände radikal vereinfacht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich in die alte Welt wieder zurück möchte, in die Welt vom Knöpfchen drücken, wo alles so bequem ist, so scheinbar bequem ist, aber vielleicht auch ein bisschen fad und vielleicht auch nicht so viel für die Sinne dabei. Und ich meine auch, dass ich mich einfach nicht habe versklaven lassen wollen von diesem Hausbau und verpflichtet mich auf 20, 30 Jahre. Das war sicher ein wichtiger Punkt. Wenn man sich ein Haus baut, so eine exklusive Wohnmaschine, wie wir das hierzulande machen, dann verpflichtet man sich für eine Generation in der Regel finanziell dafür aufzukommen. Und das wäre mir ein Horror gewesen. Anne Donath will einfach leben, nicht gelebt werden. Deshalb arbeitet die gelernte Lehrerin und Krankenschwester auch nur ein paar Monate im Jahr. Sie verdient nur so viel, wie sie wirklich zum Leben braucht und verzichtet gern auf Fernseher und Auto. Sie will ihre Finanzen überschauen können und Zeit haben. Irgendwann fühlte sie sich von den ständigen Wahlmöglichkeiten, die wir haben, überfordert. Sie fühlte sich gestresst und eingeengt von den Entscheidungen, die in der Überflussgesellschaft immer wieder getroffen werden müssen. Anne Donath.